Hallo ihr Lieben und willkommen zu Dreamlight Valley, eines der wunderschönsten Spiele. Ich habe mich wirklich, wirklich sehr gefreut, dieses Spiel zu haben. Also es war wirklich sehr schwer, es zu bekommen, weil zurzeit kein Geschäft irgendwo dieses tolle Spiel verfügbar hat. Also bin ich dann losgelatscht oder eher gesagt, mein Mann ist losgelatscht und hat mir dann ganz schnell zwei Ladekarten besorgt, damit ich das Spiel runterladen kann und damit ich euch mit euch gemeinsam hier live streamen Es war kann. einmal eine Traumwelt, in der vertraute Freunde von den heldenhaftesten bis zu den bösesten in Harmonie zusammenlebten. Im Laufe der Zeit setzte jedoch das Vergessen ein und die Welt wurde in die Dunkelheit gestürzt, bis du aufgetaucht bist. Du hast die Macht, es wieder zu etwas Besonderem zu machen. Mit deiner Hilfe kann diese Traumwelt sich wieder zu etwas Magischem entwickeln. Dies ist ein Ort, an dem du keine Sorgen haben wirst, wo du dir wünschen wirst, die Zeit könnte stehen bleiben, wo du mit jedem Freundschaft schließen und deiner Leidenschaft folgen kannst. Ein Ort, an dem du dich wie zu Hause fühlen kannst. Dies ist ein Ort, an dem es jeden Tag ein neues Abenteuer gibt. Dies ist Dreamlight Valley. Das ist ja super süß. Ah, ich freue mich ja riesig, 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 riesig. Abenteuer beginnen. Der Abspann war ja schon so, so wunderschön. Ihr wisst gar nicht, ich liebe Disney und jetzt geht irgendwie ein Traum von vielen, vielen Mädels, Jungs und allem, von all denen, die Disney lieben, geht gerade ein Traum in Erfüllung. Das ist, glaube ich, eines der wunderschönsten Spiele, die je auf dem Markt bei Switch, bei Nintendo rausgebracht werden konnten. Das ist, meine Worte fehlen, aber ihr wisst, was ich meine. Ein neues Spiel. Oh, ich kann meinen eigenen Charakter machen. Oh, das ist toll. Warte, ich muss mal mein Bild ein bisschen. Vielleicht machen wir es lieber nach unten, ne? Ihr sagt mir dann nochmal Bescheid, wie es besser ist. Oh, das sieht ja echt awesome aus. Ah, was ist das denn? Oh, die ist ja awesome. Ah, die sieht echt cool aus. Was ist mit der hier? Die sieht ja fast aus wie ich. Und meine Haare oben auch langsam abfärben. Aber die echt cool aus. Die ist auch nice. Ich nehme mal die hier, die sieht cool aus. Gucken wir mal. Bearbeiten. Was kann man denn alles machen? Augen kann man sogar. Nice, nice, nice. Das Lidschatten sogar. Pink, rosa, grün. Und ein bisschen schwarz, ne? Oder? So. Ach, die Augenfarbe kann man auch machen, habe ich nicht gesehen. Und dann grün. Warte mal, welches Grün gibt es noch? Das ist so süß. Ich liebe dunkel. Das ist genau. Oder Leder, das war auch schön. Nehmen wir dunkles Leder. Was es nicht alles gibt. Also finde ich es cool. Supi.
braun. Ja, bei mir ein bisschen dunkler. Nehmen wir mal ein bisschen. Boah, machen wir mal so. Ach so, Farben sind das. Na, machen wir so. Ist jetzt ja nichts hyper duper Besonderes. Habe ich eigentlich eine dicke Nase? Ich weiß es nicht. Das sieht ja ein bisschen normal aus. Lippen. Schon ein bisschen dicker, glaube ich. Nehmen wir die mal. Farbe, wofür? Für die Lippen? Für die Wangen, oder? Bin ich jetzt. Ah, doch für die Lippen. Huhu, ein bisschen red. Red Lady. Was habe ich jetzt getan? Ich krieg die nicht mehr so rot, wie ich wollte. Ah, warte mal. Ist ja auch richtig dunkles. Ah, ist das awesome! Oh. Wahrscheinlich kann ich die, warte mal, wenn die zweifarbig ist und deutlich. Aber das ist ja mega. Warte mal, ich habe eine richtig coole Idee. Ich habe die früher, also nicht früher, sondern ich trage sie immer noch gerne ab und zu so. Schwarz und dann rot. Ein dunkles Rot. Oh, ich bin mal so ein bisschen fasziniert von dem Spiel. Vielleicht? Weil die da auch ja super aussieht. Na komm, das nehmen wir doch. Das passt ein bisschen auch zu meinem wunderschönen Lidschatten. Lippenstift, stehe ich jetzt zwar nicht. Ah, okay, dann gibt es Unterschiede. Ah, genau, so hatte ich das immer. Aber mit, muss sagen, ich hatte das immer mit Schwarz und Lila zwischendurch auch, ja. Das sieht wirklich aus. Warte mal. Ja, ich finde das viel cooler, muss ich schon sagen. So, was gibt's? Ein Kiefer sogar. Also, was habe ich nicht. Wie sieht das denn aus? So auch nicht. Ich habe immer ein rundes Gesicht, ne? Aber sagen, so eher, ne? Aber was habe ich denn gemacht? Was macht man da? Was wird das jetzt? Hautfarbe? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ach, die Wangen. Ich bin überfordert mit dem Spiel, aber es ist so schön. Wangen. Ich bin eigentlich sehr blass, muss ich sagen. Oh, blasse Wangen. Ich bin nämlich ein sehr blasser Mensch. Aber warte mal, das sieht ja dann komisch aus. Schwarze Wangen habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht so ganz leicht. Na gut. Das ist Rouge. Ich trage an sich nicht so viel Make-up, muss ich sagen. Ganz leicht weiß um die Augen finde ich auch nicht verkehrt. Was ist das? Muss ich mal gucken, wo das gerade ist. Ich sehe das nicht. Ach, Sommersprossen? Ist das richtig? Ich habe doch gar keine Sommersprossen. Oh, ja, 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 ja. Was machen wir denn jetzt? Ah! Wie mache ich die weg? Kann ich die ganz wegmachen? Ja, doch. Okay. Muttermal habe ich auch nicht im Gesicht. Naja. Soll ja nicht 100% wie ich aussehen, weil ich glaube, so perfekt wie die hier. Da will ich leider nicht aussehen. Da könnte ich machen, was ich will. Dann guck mal meine Frisur. Ah, das ist super. Ich habe schon gedacht hier. Ne, immer noch. Was haben wir hier? Nice. Das ist ja nice. Boah, gefällt mir irgendwie. Ich hatte früher mal Dreads, muss ich sagen. Will ich mir auch irgendwann wieder reinmachen? Ich glaube, vielleicht nehme ich auch die Dread Lady. Gefällt mir. Muss ja nicht perfekt nach mir aussehen, ne? Aber Dreads, Leute, würde ich übelst gerne. Feiere ich übelst. Ich kann bestimmt auch die Farbe machen, oder? Bin ja blond. Gefärbt.
Wobei, mit den Zöpfchen sieht das schon süß aus, oder? Was sagt ihr? Die kann man doch bestimmt auch wieder ändern, oder? Oh nein, bitte nicht. Das wäre jetzt super blöd. Körper. Was ist denn die Körperart? Versteht? Hä? Was hab ich getan? Ach, du kannst Männer oder Mann oder Frau. Dann gucken wir mal, weil ich bin ja schon relativ blass. Ja, so blass bin ich dann auch nicht, oder? Hm. Ja, wobei, nehmen wir die mal. Wobei, dann sehe ich so krank aus. Schon sehr blass, das muss man einfach so sagen. Kann man nichts machen. Also die Körperform, was soll das heißen? Uiuiui. Ich weiß nicht, irgendwie weiß ich nicht, was ich zu den Körperformen. Endeffekt würde ich eher so sagen, ne? Wenn ich perfekt dünn. Gesichtsbemalung. Was heißt das? Aber jetzt hat die gar nicht mehr meinen Lippenstift. Warum? Dann muss ich das doch mal wieder ändern, oder? Ist doch blöd. Gesichtsbemalung. Ich will keine Gesichtsbemalung. Mickey Maus. Werte. Das ist ja blöd. Guck mal, jetzt habe ich doch alles gemacht, aber diese Farbe des Lidschattens ist jetzt weg, oder? Guck mal, weil das ist ja blöd. Wenn du dann auf einmal die Frisur wählst, ist ja alles anders. Hm. Strange. Deswegen sehe ich auch so blass aus. Wieder von vorne anfangen, glaube ich. Augenbrauen sind gleich, oder? Ja. Nase war auch so. Machen wir nochmal den Mund. Ich habe nämlich das Gefühl, ich habe einfach meinen Lippenstift weggemacht. Es war schwarz und lila. Oh. Hä? Nee. Das war nicht das lila. Mal kurz. Du kannst das ja ändern. So war das, ne? Das war ja dann in Ordnung. Frisur haben wir ja dann. Okay. Ich glaube, das war's eigentlich. Bereit? Bereit? Ich hoffe, das Akku geht nicht gleich leer. Das wäre schade. Da stand was mit meinem. Obwohl ich die eigentlich auch. Unsere Geschichte beginnt mit einem Ende, denn du beschließt, dass es an der Zeit ist, die Stadt hinter dir zu lassen. Auf der Suche nach einer Auszeit von den Pflichten des Lebens gelangst du an einen vertrauten Ort. Ein Spaziergang auf einem nahegelegenen Weg führt dich zu einem Ort, an dem du als Kind das Gefühl hattest, dass das Leben einfacher ist. Und mit ein bisschen Fantasie werden alle deine Träume wahr. Nachdem du den perfekten Platz zum Ausruhen gefunden hast, erinnerst du dich an diese längst vergessenen Träume und schläfst ein. Schläft die ein. Bin ich mal gespannt. Ich habe mich auch nicht spoilern lassen, was das Spiel angeht. Ich weiß nur, als ich das gesehen habe, so ganz leicht den Trailer sozusagen, da wird ja nicht ganz so viel verraten. Also,
hoffe ich, dass es auch meinen meinen Ansprüche, meine Ansprüche auch erfüllt werden, die ich habe. Oder aber ich freue mich auf jeden Fall. Und ich freue mich, weil ich weiß, man kann auch Klamotten alles ändern. Und ach, das macht richtig Bock und Laune. Ich frage mich, was ist mit dem Haus? Kann man das selber gestalten? Und. Ah, da bin ich richtig gespannt jetzt. Ich bin aufgeregt. Merkt ihr es oder merkt es nicht? Oh, ich bin voll. Zauberer nicht rein. Du bist eingeschlafen. Mann, ey, was ist denn da los? Diese blöden Ranken. Da bin ich. Oh, oh, hallo. Was ist das? Ist meine Brille etwa verzaubert? Bist du da? Bist du doch echt? Ich weiß es nicht. Bist du's? Das ist eine ziemlich existenzielle Frage. Ich werde später darüber nachdenken müssen. Ich fürchte, du musst mich entschuldigen. Ich habe seit Ewigkeiten niemanden mehr getroffen. Willkommen im Dreamlight Valley, meine Liebe. Dreamlight Valley? Dieser Ort ist irgendwie gruselig. Oder ist es hier gefährlich? Jetzt sag's mir bitte. Nun, es stimmt, dass das Tal im Vergleich zu früher ein trauriger Anblick ist. Aber du hast nichts zu befürchten. Es gab einmal eine Zeit, da konnte man kein anderes Reich finden, das so viel Magie und Wunder enthielt. Oh, aber ich habe mich noch nicht vorgestellt. Du fragst dich sicher, wer ich bin, oder? Ich kenne dich, du bist doch Merlin. Es ist so seltsam. Ich habe fast das Gefühl, dass ich dich kenne. Du bist ein großer und mächtiger Zauberer, richtig? Aber ich... Nun ja, aber nicht irgendein Zauberer. Ich bin ein Wahrsager, ein Prognostiker. Ich habe die Macht, in die Zukunft zu sehen. Ich bin auch ziemlich geschickt in Alchemie und Zauberei. Da dies nun geklärt ist, stellt sich noch die Frage, wer bist du? Ich bin Justitia. Justitia? Nun, der einzige Weg in Dreamlight Valley führt über Träume. Du musst also auch über große Magie verfügen. Wie könntest du sonst hier sein? Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ich habe einfach die Augen geschlossen und schlief ein. Und plötzlich war ich hier. Magie? Hat bestimmt nichts damit zu tun. Ganz im Gegenteil. Magie hat alles damit zu tun. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du diejenige bist, auf die wir gewartet haben. Du wirst Dreamlight Valley retten. Vor was retten? Das ist in der Tat eine kluge Frage. Schließlich kann ein Problem erst dann gelöst werden, wenn man es verstanden hat. Wenn wir das Tal wieder zu dem machen wollen, was es war. Ein Ort der Magie, der Wunder und der Freundschaft. Wir müssen das Vergessen ein für alle Mal beenden. Wir müssen. Es tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern, worüber wir gesprochen haben. Das Vergessen. Ach ja, das Vergessen. Du musst mir verzeihen, aber jetzt hast du erlebt, woher der Name kommt. Also gut, hör genau zu und ich erzähle die Geschichte, bevor ich sie wieder vergesse. Das Dreamlight Valley war eins der wunderschönsten Orte. Das Leben war schön dank der Magie unseres Herrschers. Bis unser Herrscher eines Tages spurlos verschwand und das Vergessen begann,
Unsere Erinnerung begann zu verblassen und Dreamlight Valley war immer mehr von uns zerstört. Doch ich in die Zukunft sehen kann, wusste ich, dass eines Tages jemand kommen würde, um das Tal wiederherzustellen. Erzähl mir doch mehr über die vermisste Herrscherin. Nun ja, all die Wunder, die Magie und die Freundschaft in diesem Tal stammen von unserer Herrscherin. Sie wachte über das Dorf und beschützte uns vor dunkler Magie. Aber eines Tages fing sie an, sich anders zu verhalten, auch wenn ich mich jetzt kaum noch daran erinnern kann. Dann ist unsere Herrscherin einfach verschwunden. Es ist schon Jahre her, glaube ich. Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren, wegen des Vergessens, du weißt schon. Eure Herrscherin ist einfach abgehauen? Es muss doch einen Grund dafür geben. Vielleicht musste eure Herrscherin gehen. Möglicherweise hatte sie keine andere Wahl. Oh, unsere Herrscherin war freundlich und sehr edel. Es muss einen guten Grund gegeben haben, warum sie gegangen ist. Obwohl ich mich nicht mehr daran erinnern kann, was es war. Erzähl mir mehr über das Vergessen. Ja, natürlich. Mal sehen. Nun, als unsere dunkle Herrscherin ging, wurde der Himmel richtig dunkel. Dann überfielen diese schrecklichen Nachtdornen das Dorf und verbreiteten sich überall wie ein böser Gedanke. Je mehr Nachtdornen auftauchten, desto mehr trübten sich unsere Erinnerungen. Manchmal kann ich mich nicht an die Gesichter all der Freunde erinnern, die ich verloren habe. Oder an die Namen all der Zaubersprüche, die in Vergessenheit geraten sind. Vielleicht, wenn wir die Nachtdornen loswerden, werden deine Erinnerungen zurückkommen. Die Nachtdornen loswerden? Das ist ein interessanter Gedanke. Ich bin bereit, das Tal wiederherzustellen. Nun, es gibt nur einen Weg, um absolut sicher zu sein, dass du diejenige bist, die Dreamlight Valley vor der Vergangenheit retten soll. Ein kleiner Test deiner Magie, bitte. Weißt du, seit dem Vergessen bin ich ratlos wegen diesem Haus, das von den Nachtdornen blockiert wird. Komm mit, wir untersuchen es gemeinsam. Und jetzt lauf! Dann schauen wir mal nach dem Haus. Es könnte ja hier irgendwas sein, was uns helfen könnte, oder? Oh, hier sind ja überall Dornen. Das ist ja traurig. Nehmen wir das mal mit. Es könnte vielleicht eine Hilfe sein. Sollen wir mal versuchen, das Haus zu betreten? Nee, das wird wahrscheinlich nicht gehen, oder? Oh, Hallöchen. Du, ich habe meine Aufzeichnung nachgesehen. Und herausgefunden, dass die Nachtdornen kurz nach dem Verschwinden unserer Herrscherin begannen, das Dreamlight Valley zu befallen. Niemand, nicht einmal ich, kann diese so blöden Dinger entfernen. Nur jemand, der sich die Magie von Dreamlight zunutze machen kann, wird dazu in der Lage sein. Und ich weiß genau, dass du dieser jemand bist. Aber ich bin doch niemand Besonderes. Das mag sein, aber ich habe schon gewöhnliche Leute gesehen, die außergewöhnliche Dinge vollbracht haben. Konzentriere deine Gedanken auf die Nachtdornen. Na, dann lass uns das mal machen. Ich spüre die Magie bereits in dir. Konzentriere dich darauf und sage das Zauberwort. Higgidis Pikidus? Haha, ich nehme das mal als Kompliment. Oh, ich habe es wirklich geschafft. Du hast es geschafft. Bravo, bravo. Das beweist, dass du dir die Macht der Dreamlight-Magie zunutze machen kannst, Justitia. Nun, denn wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns hineingehen und sehen, was aus diesem Haus geworden ist. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Oh, ich muss das Haus wahrscheinlich komplett reinigen, so wie das jahrelang nicht betreten werden konnte. Oh ja, ich sehe schon überall Spinnenweben. Das wird eine große, große Arbeit. Oh je, oh je. Oh je, hallo. Die Nachtdornen haben sich auch einen Weg ins Haus gebahnt. Das ist seltsam. Plötzlich weiß ich nicht mehr, warum wir hierher gekommen sind.
Das muss sicherlich an den Nachtdornen liegen. Ganz genau. In der Nähe so vieler von ihnen zu sein, vernebelt den Verstand. Du musst sie entfernen, bevor sie noch mehr Erinnerungen verschlingen. Konzentriere deine Magie noch einmal, Justitia. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Was muss ich denn tun? Ich verstehe nicht. Ui, das ist ja Zauberei. Ich krieg das wirklich hin. Das sieht schon fast wie neu aus. Ja gut, der Boden muss noch gewischt werden, aber damit kommen wir doch zurecht, oder? Oh, was ist das für eine magische Kugel? Ui. Das ist ein schönes Bild. Okay. Hier gibt es Charaktere, die man trifft wahrscheinlich. Werkbank. Was haben wir? Sammeln. Kohlerz. Alles, was man wahrscheinlich sammeln und benutzen kann. Wie komme ich dahin? Ins Dorf. Repariere Häuser. Ah, das wird richtig viel Spaß machen. Was gibt's für Events? Ah, okay. Das hört sich interessant an. Gut. Es sieht hier aber trotzdem noch nicht so sauber aus, wie ich das möchte. Was soll ich denn jetzt tun? Kann ich hier auch da sauber wischen? Da bist du ja! Du meine Güte, die leuchtende Kugel, die du aus dem Nachtdorn gezogen hast, ist eine Erinnerung. Es ist, als hätte sich der Nebel gelichtet und ich kann mich an etwas sehr Wichtiges erinnern. Mickey Maus und ich waren im Traumschloss und wir haben dort etwas vergessen. Etwas Wichtiges. Okay. Lass es uns doch herausfinden. Das ist die richtige Einstellung. Natürlich kann ich mich nicht erinnern, was es war, aber... Moment, da ist doch etwas, woran ich mich erinnern kann. Als unsere Herrscherin verließ, wurden die herrschaftlichen Geräte überall im Tal verstreut. Wir müssen sie finden. Schnell, schnell, schnell. Sie sind mit uralter und mächtiger Magie gefüllt. Die herrschaftlichen Geräte? Wenn ich die finden könnte, dann könnte ich vielleicht dem Tal helfen, oder? Du hast ein reines Herz, Justitia. Nur wenn wir uns gegenseitig helfen, kommen wir aus diesem verfluchten Schlamassel heraus. Zunächst müssen wir die Spitzhacke bekommen. Als das Vergessen kam und unsere Herrscherin ging, fanden wir die Spitzhacke in einem verdorbenen Stein auf dem Hauptplatz. Wenn ich es mir recht überlege, war das ungefähr zu der Zeit, als sich der Himmel verdunkelte und die Nachtdornen den Hauptplatz überrannten. Aber ich fürchte, das ist alles ein bisschen verworren. Niemand hat es bisher geschafft, die Spitzhacke aus dem Stein zu ziehen. Versuche du es, Justitia. Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass jemand etwas aus einem Stein zieht und zum Helden einer Legende wird. Wie bei König Artus, stimmt. Die Spitzhacke aus dem Stein auf dem Hauptplatz ziehen, verstanden. Sonst noch was? Du musst auch die anderen drei herrschaftlichen Geräte finden. Die Schaufel, die Gießkanne und die Angelrute. Du wirst sie noch brauchen. Das heißt, wenn du hier bei uns bleibst. Na gut, fürs Erste. Dann brauchst du immer noch einen sicheren Ort, an dem du essen, schlafen und deine Energie auftanken kannst. Auch wenn es nur vorübergehend ist. Betrachte dieses Haus also als dein Zuhause. Oh, das ist wirklich nett. Es hat nämlich so viel Potenzial. Das ist die richtige Einstellung. So wie ein geflüstertes Wort große Magie hervorrufen kann, so bringt dieses Haus viel Potenzial. Ich glaube mich sogar zu erinnern, dass die Herrscherin des Dreamlight Valley einmal ein solches Haus hatte. Vielleicht tust du so viel Gutes für das Tal, wie unsere Herrscherin es getan hat. Hier ist eine Kleinigkeit für den Anfang. Wenn du mal einen Energieschub brauchst, findest du hier etwas, das dich wieder mit Energie versorgt. Oh, was ist das denn? Eine Truhe? Nun denn, ich werde beim Traumschloss sein.
Du kannst mich dort finden, wenn du bereit ja, bist. Ja, 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 sehr gut. Uiuiui, es gibt also ein Aufgabenprotokoll. Das werden wir uns dann mal genauer anschauen. Die herrschaftlichen Geräte. Kann man hier noch ein bisschen säubern? Ah, das ist also das Lager, richtig? Haben wir noch. Was ist denn in Merlins Willkommen? Übertragen. Nein! Oh, ich wollte es eigentlich öffnen. Übertragen. So, kann man das öffnen? Na, müssen wir mal gucken. Wie komme ich denn ins Menü? So, Dreamlight. Angeln, Gartenarbeit, Dorf. Kleidungssets, was ist das? Das ist wirklich wie lustig. Ah ja, cool. Warte mal, ich habe eine richtig coole Idee. Geht das? Kann man das anziehen? Aber wie macht man das denn? Ah, schade. Muss man die... Eigentlich müsste das doch gehen. Hm. Muss ich einfach nur da draufklicken? Warte mal. Nee. Was mache ich denn? Manchmal. Wenn man nicht weiß, wie es geht. Hm. Naja. Ich glaube, das muss man woanders einstellen, weil ich hätte, glaube ich, die Möglichkeit, die zu nehmen. Na gut. Was haben wir hier im Dorf? Repariere Häuser als erstes, ne? Genau. Gehen wir erstmal raus und schauen mal, welche Aufgaben wir erledigen können. Wahrscheinlich können wir auch den Garten ordentlich machen. Und darauf habe ich jetzt ein bisschen Lust, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Geht das? Sehr schön. Ah, was haben wir denn da? Sehr schön. Dann können wir Karotten ernten wahrscheinlich, oder? Ah, was ist das? Ernten. Können wir dann auch kochen, habe ich mal gesehen. Ganz kurz. Und hier. Aha, da liegt noch was. Eine Gießkanne ist hier. Nehmen wir auch. Und gefunden. Sehr schön, dann können wir jetzt gießen. Öffne das Werkzeugrad mit ZR und wähle die Gießkanne aus. Gieße die Pflanzen und Blumen mit Y. Das macht Laune, ich sag's euch. ZR. Ernten erstmal. Das ist kaputt, das müsste man eigentlich vernichten eher, oder? Also, geht das? Ich bin schon sehr fasziniert von dem Spiel. Es macht auf jeden Fall Laune. Ich gieße gleich auch mal die Blümchen. In den Briefkasten schauen wir auch gleich mal nach. Ich bin ja in mega Laune jetzt mit allen hier. Kann man die auch ernten? So, ich mache jetzt mal hier hübsch bei mir. Ich weiß nur nicht, warum ich das nicht wegkriege. Vielleicht, wenn ich ZR... Warte mal... ZR ist doch hier das Rad. So, wenn ich jetzt die Gießkanne nehme, könnte ich bestimmt die Blume gießen. Oder? Y war es, oder? Wenn ich mich täusche. So, könnte ich eigentlich auch hier gießen? Ja, ne? Ach, Samenpflanzen. Ah, hab doch gerade welche gehackt. Dann pflanzen wir die mal. Kann ich auch die hier gießen? Sehr schön. Dafür brauche ich ja die Hacke wahrscheinlich.
sammeln wir mal weiter. Wir wollen ja hier alles schicki machen. Da liegt immer noch was an Samen. Was ist das? Auch eine Münze.